Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hallihallo. Also wir sind Peter der Hund. Wo zum Fick sind wir hier? Was ist das für ein Spiel? Was habe ich getan? So, man konnte backstabben, genau. Jetzt kommt so ein Hund, das ist ein bisschen blöd. Ja, weißt du, Chris Dark Souls einfach nicht aus mir raus. Bin halt einfach insane. Und zack, wieder drin. Kriegst du Dark Souls nicht aus Peter oder Peter nicht aus Dark Souls? Dark Souls nicht aus Peter. Das ist in mir drin. Genauso wie ich in eurer Mutter. Peter has no memories of this place. Ja, das ist halt 2 Wochen her. Benutze ein Sternfragment beim Rissruf neben dem Bossbereich, um ein Gespenst zu beschwören. Es wird deinem Charakter im Bosskampf helfen. Alter. Es wurde wirklich sich sehr inspiriert. Okay, das heißt, wir machen jetzt einen Boss, oder was? Gerade erst wieder rein nach 2 Wochen. Keine Ahnung mehr, wie das alles geht, aber einen Boss, den kriegen wir doch hin, oder? Geister machen die Bosse deutlich einfacher. Das dachte ich mir. Soll ja auch jeder spielen, wie er will. Aber ich probiere es erstmal ohne. So wie wir Elden Ring ohne gespielt haben und trotzdem alles weggerockt haben. Easy Snack. Der Boss hat mir das Spiel beigebracht. Viel Spaß. Dem Boss endete damals die Demo. Oh ja, da lief ja schon mal 10 von 10. Oh, das lief ja auch richtig gut. Aber jetzt haben wir keine Dinger mehr. Oh, das ist nicht gut, wenn das passiert, oder? Ja, schade. Da hätte ich dem jetzt natürlich gut Damage machen können. Die roten ignorieren Iframes, aber die kann man perfekt blocken. Okay, alles klar. Challenge accepted. Let's go. Deine Mutter. Okay, der ging ja schon mal daneben, du Lappen. Okay, den habe ich nicht gut blockiert. Pariert. Ich stimme zu. Okay, einmal pieksen. Jawohl. Ah, der war nicht so gut. Ah, danke für den Hinweis. Okay. Oh, jetzt die Chance. Ich muss ja sagen, ich dachte, wir machen mehr Damage. Das ist ja scheiße, was hier ist. Oh, du Arschloch. Oh, oh. Den kann ich noch nicht. Blöd. Danke für den Contest immer wieder. Welcher Contest? Was beschreibt ihr heute? Hab ich den geblockiert? Ne. Oh oh. Au, au. 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 Scheiße. Der war aber witzig. Das war schon frech, ey. Die ganzen Angriffe kenne ich nicht. Was? Oh mein Gott. Oh, okay, dann zieht er nochmal einen hoch. Ja, da habe ich leider verkackt. Und nein! Was? Hat er den jetzt schneller gemacht? Ich fühle mich betrogen. Ich wollte gerade sagen, das ist wichtig, dass ich den jetzt ordentlich parry, weil sonst bin ich tot. Und was ist passiert? Ich bin tot. Sag mal, wie viele Phasen hast du eigentlich, du Kleiner? Naja.
Der wird blockiert. Ist mir... Was, du Kleiner? Scheiße. Guck, der Boss ist doch easy. Wieso hassen mich Katzen? Wobei, ich hasse auch Katzen. Nein, ich hasse Katzen. Das ist zu weit gegangen. Ja, ist ja gut. Ich will dich doch nur streicheln. Ich bin ein richtiger Junge. And always be a good boy to me. Was haben wir hier? Friends. Oh, oh. Oh Gott! Kannst du mich schon mal nicht abwerfen, während ich da mit unserem Freund... Oh Gott! Okay. Hm, das ist eine schwierige Situation hier, weil wir wissen, wir haben links einen Wichser, der uns auf den Sack gehen will. Und wir haben eine Möglichkeit, ihm auf den Sack zu gehen. I see you, baby. Shaking that ass. So. Die große Frage ist, kannst du hier zwischen sozusagen? Ja. Okay. Ich komme hier gar nicht mehr hoch, fällt mir gerade auf. Das könnte ein Problem werden. Wie machen wir das denn hier jetzt? Kann ich dich schießen? Ich glaube, ich kann dich nicht schießen, ne? Das lief okay. So, bleiben noch zwei Gegner, die hier sich hochziehen werden. Einmal hier. Ich habe dieses Spiel einfach durchschaut. Warum kommen Tampon-Werbung? Ja, Kimovie. Was wohl sein denn deiner Momo? Okay, wird die Zukunft gebaut. Das habt ihr ja schön gemacht. Also ich muss sagen, eure Handwerkskunst ist fantastisch. Wenn ich mir hier die aktuelle Welt angucke, wenn ihr die gebaut habt, weil das mal irgendwann die Zukunft war, Respekt. Da ist so ein Ding. Da ist so ein Stargazer, heißen die ja hier. Ich muss sagen, ich werde mit den Namen nicht so ganz klar. Ich gebe zu, dass so im ersten Dark Souls die Sachen auch ehrlicherweise ganz schön beschissen geheißen haben und man sich dann vielleicht einfach dran gewöhnt hat. Aber diese Sachen so mit P-Organ und Stargazer und so, ich finde so diese ganzen Eigennamen, die die hier dem Ganzen geben, finde ich irgendwie nicht so geil. Da ist irgendwie Leuchtfeuer und Estus... Ja gut, Estus Flas klingt halt, wenn man ganz ehrlich ist, auch ein bisschen bescheuert. Aber weiß ich nicht. Aber hey, drauf geschissen. Ergo ist gut. Ergo. Das ist vielleicht im Deutschen. Weiß ich nicht. Wie heißt es im Englischen? Ich meine, jeder sagt dazu Bonfire oder Grace. Niemand sagt, wie das heißt. Ja, ist halt einfach wirklich so. Stimmt, es ist ein Flakon im Deutschen. Wie ein Parfum-Flakon. Kann man ignorieren, denke ich. Ja, denke ich auch, Player Red One. Findest du interessant, dass da jeder immer... Also ich verstehe nicht so hundertprozentig, woran das liegt. Weil... Miyazaki macht das in seinen Spielen ja auch. Der ist ja der Erfinder der Souls-Teile. Aber wenn er dann Sachen macht, die nicht exakt im gleichen Universum spielen, müssen die ja auch alle einen anderen Namen haben, obwohl die alle exakt das gleiche machen. Ich finde das weird. Ah, im Englischen ist es Ego? Ego ist natürlich noch ein viel besserer Name als Ergo. Eldring Gnaden sind für mich trotzdem Bonfire. Ja, ist halt so. Warum nennen die es da fucking Gnaden, Alter? Ich zeige keine Gnaden. Weil... Alter, gut, dass ich hier diesen... Den Shit, ja, das finde ich jetzt hier alles auch nicht so gut, ne? Oh, da war der ja noch in der Kampfanimation. Habe ich nicht gesehen.
mich mal kurz hier. So, du. Die sehen halt legit aus wie die Autodinger. Alter, die schlagen aber zu. Oh, auch spät. Ist auch Ergo im Englischen. Okay, alles klar. Ja, Crash-Test-Dummies. Wie geht der Song nochmal? Scheiße. Ja. Mm-hmm. Mm-hmm.